Herren. Herzlich willkommen wieder mal aus dem Stratmanns. Wie ist die Stimmung hier? Natürlich gut. Wie soll es auch anders sein? Stratmanns, das Kneipentheater im Pott, wie immer mit fantastischen Gästen. Wir haben heute einen Meister des gelesenen Wortes zu Gast, einen Poetry-Slammer, der aber auch inzwischen richtig Kabarett macht, ne, und für Furore sorgt. Der sackt die Preise im Moment ein, wie sie kommen. Den Prix Pantheon hat er gewonnen, das Passauer Scharfrichterbeil und aus dem Pott ist er auch noch. Thorsten Sträter. Ja. Dann haben wir einen Künstler zu Gast, der hat das Problem, dass er über 40 ist. Ja, ich sage, Junge, wenn das ein Problem ist, dann muss ich dir leider mitteilen, das geht nicht mehr weg. Ja, ich meine, Grippe kriegst du weg, Fußpilz auch, aber über 40, das ist unheilbar. Mach das Beste draus, macht er auch. Comedy aus Köln, Johannes Flöck. Natürlich auch dabei, in unser kleines Kneipentheater, der Großmeister von der politischen Pointe natürlich, Richard Rogler. Wird das noch was mit der Platzwahl heute Abend? Ja, sagen Sie, wann kommt denn... Kommt denn die Frau Schagalla wieder aus dem Krankenhaus zurück? Frau Schagalla, die kommt so, ja, ich schätze mal, 3-4 Wochen wird dann noch dauern, ne? Verstehe. Und es kann nicht sein, dass sie heute plötzlich hier auftaucht? Eher fallen Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Ah. Ja, das ist mir aber nicht sicher genug. Eher wird dieses Lokal von einem lila gepunkteten Meteoriten getroffen, der beim Runterfallen noch das Steigerlied rückwärts flötet. Rückwärts? Ja, das wird ja eher nicht passieren, nicht? Dann. Nabend, Jupp, ein Pilz und Kurzen. Boah, das ist aber mutig, aber. Ja, das habe ich mir schon vorgenommen, seit ich in diese Kneipe gehe. Ja, einfach mal so ganz cool wie ein echter Mann am Tresen stehen und dann ganz lässig sagen: Nabend, Jupp, ein Pilz und Kurzen. Ja, die an deiner Stelle auch mitgewartet, bis die Alte weg ist. So. Ja. Hat sich das eigentlich jemals einer getraut, wo sie hier war? Ja, der Josef Franznick. Ah, und? Ja, sagen wir mal so, die Medizin ist ja schon sehr weit. Und wenn wir ehrlich sind, das meiste kann man auch mit einem Arm erledigen. Ne? Verstehe. Ja, aber sie ist ja jetzt weit, weit weg, nicht? Da... Kann ich mich ja mal auf diesen Stuhl setzen, nicht? Ja, ist ein bisschen klebrig, ein bisschen sehr klebrig. Ja, die Putzfrau darf da nicht dran, weißt du, wenn das Klebrige weg ist, dann rutscht die Frau Schagalla dauernd vom Hocker. Sagen wir mal so, Schwerkraft und Alkohol sind nicht immer die besten Freunde. Ne? So, hallo Jupp. Oh oh. Der Stuhl ist besetzt. Was dagegen? Nein. Ich mach nur mal ein Foto und dann schicke ich dann der Frau Schagalla ins Krankenhaus. Mal gucken, wie die das findet. Mein Gott, was ist denn daran so schlimm, in einer Kneipe auf einem Hocker zu sitzen? Oh. Was heißt schlimm? Der Hocker von Frau Schagalla, das ist, sagen wir mal, das ist rechtsfreier Raum. Das ist ihr Hoheitsgebiet. Ich meine, du würdest dich auch im Petersdom nicht auf den Stuhl vom Papst setzen, wenn er gerade nicht da ist. Ne? Ja gut, aber das ist ja nun wirklich nicht miteinander zu vergleichen. Da haben Sie recht, der Papst kloppt sich seltener. Es ist ein schönes Bild. Können Sie es nicht ein bisschen unscharf machen, dass es so aussieht, als wäre es vielleicht ein altes Foto von ihr? Das nutzt nichts. Selbst unscharf sieht Frau Schagalla noch männlicher aus als Sie.
Ist ja auch egal. Ich bin ein freier Mann, das ist ein freies Lokal. Und als echter Kerl werde ich mir ja wohl einen Pilz und einen kurzen bestellen können, wie ich lustig bin. So. Herr Jupp, machen Sie mir... Nein, Jupp, mach mir noch einen. Ja, ihr werdet doch gelacht. Ah, Frau Schagala, welch Glanz in dieser Hütte. Was wollen Sie denn mit der Axt? Entwarnung. War keine Frau Schagala, war nur ein Reflex. Das haben Sie mit Absicht gemacht. Das kriegen Sie zurück. Ach, ich kleine Dussel, hab das Foto ja noch gar nicht weggeschickt. Wie viel? 19,95 Euro. Abgemacht. Für das Foto und alle Kopien. 19,95 Euro hat das Handy gekostet. Inklusive 2-Jahres-Vertrag. Das Foto wird teurer. Hm. Wie krank ist denn Frau Schagala? Ja, ich glaube schon sehr, sehr krank. Also an ihrer Krankenzimmertür, da war so ein Schwatten-Totenkopf geklebt, weißt du? Ich meine, das kann natürlich auch nur als Warnung gelten. Ne? Hm. Verstehe. Kann sie laufen? Nein, nein, nein. Aber sie hat schon 4 Schwestern im Tinnitus gebrüllt. Ich würde sie an ihrer Stelle nicht drauf ankommen lassen. Irgendwann ist sie ja wieder in freier Wildbahn. Ach, bis dahin bin ich ja längst weg. Trotzdem, hör mal, ist doch nicht nötig, dass du hier so ein Risiko eingehst. Ne? Ich habe da nie kapiert, so mit den Mutproben zum Beispiel. Kennen Sie das, Mutproben, ne? Unter Männern ist das ja ein erwachsener Mann. Ich sag jetzt keinen Namen, also nennen wir ihn einfach mal Heini Schwalzig. Dass ein erwachsener Mann nach 3 Pullen Bier sagt, jupp, ich spring auf ein Bein über diesen Graben und dann mit den anderen Beinen wieder zurück. Ja, ich sag, Heini, das ist doch unlogisch. Danach stehst du genau da, wo du jetzt auch stehst. Lass es einfach. Der Heini sagt dann nicht etwa, ja, jupp, hast recht, kann ich auch gleich hier stehen bleiben? Nee, der Heini sagt, jupp, ich leg noch einen drauf, ich kann das auch mit geschlossenen Augen. Ich sage, Heini, wenn du unglücklich abrutschst, dann sind deine Augen für immer geschlossen. Dann kannst du aus dem Graben gleich die Blümchen für den Kranz mitbringen. Ne? Und dann ist er losgesprungen. Und das Schlimme ist, man wünscht sich ja, dass es dann schief geht. Ne? Weil wenn er es schafft, kommt ja sowieso die nächste Stufe. Jupp, ich wette, du schaffst das nicht. Da muss ich zeigen, dass ich es doch schaffe. Leg mich womöglich auf die Fresse. Und dann frage ich den Heini, wieso er das macht. Und der Heini sagt den Satz aller Sätze. Auch weißt du, Jupp, nur so. Der Heini kommt ursprünglich aus Ostwestfalen. Da ist nur so ein gültiges Argument. Der Ostwestfale kennt 3 Gründe, um alles zu rechtfertigen. Das haben wir immer schon so gemacht. Dafür kann ich nichts. Und der 3. ist nur so. Ja. Ja, und dann ist der Heini auch nur so im Graben gelandet. Und seitdem erzählt er jedem, der es nicht hören will, dass sein Bein wehtut, weil ich ihn zu dieser Mutprobe herausgefordert hätte. Weil wenn ich nicht neben ihm gestanden wäre, wäre er ja gar nicht auf diese blöde Idee gekommen. Das ist die Logik von Mutproben. Mut muss ganz anders zeigen. Zum Beispiel mal Sachen sagen, die schon längst hätten gesagt werden müssen. Wie mein nächsten Gast, der macht mutiges Kabarett seit Jahrzehnten mit großem Erfolg. Hier ist aus Köln Richard Rogler. Jupp, Mensch, Richard. Mach mir schnell ein kleines Pilz oder gib mir einen Schluck, ich muss gleich wieder weg. Maria, du siehst ja Hammer aus. Ja, so. Wo hast du denn dieses unglaublich gut aussehende Teil her? Ach, das habe ich schon ewig, das ist mein Gesicht. Ich meine noch, den Anzug. Gehst du nach Oscarverleihung oder was? Schön wär's, nee. Der Sohn von meinem Nachbarn feiert Verlobung. Der Malte Kassen. Und seine Svenja Marleen, allein schon die Namen. Ne? Damit hätten sie zu meiner Zeit kein Gastwirt in sein Lokal da reingelassen. Ne? Verlobung. Was waren wir in den 70er Jahren froh, dass dieser Quatsch endlich aufhörte, nicht? Nein, meinen der Malte und die Svenja, die Zeit der Verlobung ist die Prüfung, ob wir auch wirklich für die Ehe zusammenpassen. Ich sag, das ist doch Blödsinn. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr zusammenpasst, geht doch einfach mal ins Bett zusammen. Ne? Nein, das ist ein Teil der Prüfung. Kein Sex vor der Ehe. Ich sag kein Sex vor der Ehe. Ja, wenn ich vor der Ehe, wann denn dann? Heute gibt's wieder eine wahnsinnige Lust auf konservative Traditionen. Da waren wir in den 70er Jahren schon weiter. Meine Freunde und ich haben uns damals bereits geweigert, zum Abiturball zu gehen. Stattdessen haben wir uns in Jeans, Bundeswehrparker und Palästinensertuch
in der Doppelgarage meine Eltern getroffen mit dem Ziel, den Abiturnotendurchschnitt in Promille nachzustellen. Ja. Aber heute erleben die Traditionen ihr Rollback. Immer mehr junge Leute mit Geld fangen an, sich ihr Gemüse selbst zu ziehen. Wie die Großeltern nach dem Krieg, zum Teil in Großstädten, ja, mitten in Berlin, bauen die auf dem Balkon Gemüse an. In den ganzen Abgasen, da gibt's Brokkoli. Die haben von den Autos so viel Ruß abbekommen, die müssen vom Schornsteinfeger geerntet werden. Verstehen Sie? Oder viele kaufen ihre Lebensmittel auch wieder direkt beim Bauern, weil Bauer und Kuh da noch eng und traditionell zusammenleben. So ein Blödsinn, ne? Wenn Bauer und Kuh eng zusammenleben, dann ist das keine Tradition. Im Oldenburger Land ist das für viele die einzige Chance auf eine Partnerschaft. Aber Hauptsache, alles ist wieder traditionell. Traditionelle Medizin. Ein Freund von mir hat seit ewiger Zeit einen kaputten Zahn in der Futterbacke, nicht? Meinen Sie, der lässt den mal rausreißen? Ne? Der macht Akupunktur. Da werden dem 50 Nadeln ins Gesicht gesteckt und die müssen da mehrere Stunden drinbleiben. Als ich den letztens auf der Straße getroffen habe, habe ich gedacht, wie, halten die Igel neuerdings keinen Winterschlaf mehr oder was? Klimaerwerbung. Ne? Ich frage mich nur, woher kommt diese neue Lust auf Traditionen? Keine Ahnung, geht mir auch nichts an, muss jeder selber wissen. Für mich ist jetzt nur wichtig, dass ich möglichst spät zu dieser Verlobungsfeier komme. Deshalb bin ich noch mal kurz hier vorbei. Und ich bleibe da auch nicht lange. Also ich habe eine kleine Rede vorbereitet. Ich dachte, ich fange so an. Also liebe Verlobte, wie der Stein im Steinbruch gewonnen wird, so wird die Ehe im Ehebruch gewonnen. Ja. Danach schmeißen Sie mich eh raus. Also, Jupp, mach dir keine Sorgen. Ich bin in einer halben Stunde wieder da. Alles klar. Ne? Ja. Ja, danke, Richard Mogler. Ja, ich meine, dann haben wir alle Spaß gehabt hier heute. Und sagen mal, waren Sie schon öfter mal hier? Nein. Noch nie? Nein. Haben Sie im Fernsehen schon mal gesehen? Ja. Und wie finden Sie die Sendung so? Ja, super. Ja? Wie schaffst du dann eigentlich jetzt so, sagen wir mal, eine halbe Stunde überhaupt nicht zu lachen? Oh, das schaffe ich ganz einfach. Ich frage das, ne? Die muss Schilddrüse nachgucken lassen. Ja, hier. Ja, die hat Unterfunktion. Hör mal, ich kenne noch viele aus dem Theater, Schauspieler, Kabarettisten, die bei uns im Kneipentheater so auftreten und die sagen immer, Jupp, immer in der ersten Reihe sitzt ein hypothyreotisches Salbengesicht. Die lachen auch. Innerlich sehr ausgelassen. Die können keine Mimik auch aufbauen. Ne? Ich meine, es ist auch besser, wenn du keine Zähne drin hast. Ne? Die lachen sich innerlich tot und, ja, dusselig weiß ich nicht, aber tot weiß ich genau. Ne? Musst du eine Tablette L-Tyroxin oder du musst joggen gehen, joggen. Jeden Tag joggen, das macht innerlich glücklich. Guck mal, Norbert, mein Nachbar, letztes Jahr hat er eine Garage am Timpenkotten gekriegt. Ne? Hat sich auch direkt ein Auto gekauft. Ich meine, was willst du mit der Garage, wenn du kein Auto hast? Ne? Daimler Diesel hat er sich gekauft. Daimler Diesel. Ich sage, Norbert, Daimler Diesel, den musst du jeden Tag bewegen, Daimler Diesel. Der rust dich sonst ein. Jetzt braucht er gar kein Auto. Ne? Und damit der Daimler Diesel nicht einrust, ist er dann jeden Morgen am Timpenkotten hingejoggt, um den Daimler Diesel zu bewegen. Ne? Der ist so 20 Minuten zu Fuß von uns. Ne? Jeden Morgen. Ne? Und da hat er schon gemerkt, dass er beim Joggen im Kopf glücklich geworden ist. Beim Joggen, im Kopf. Aber nur im Kopf. Ja. Der sieht beim Joggen immer ganz unglücklich aus. Aber der ist beim Joggen im Kopf glücklich geworden. Hat er auch sofort gemerkt. Ne? Hat er direkt gesagt, boah, ich bin ja im Kopf glücklich. Ne? Ist er dann mittags auch hingejoggt, ne? Um das Glück wieder im Kopf zu haben. Ne? Hinterher ist er morgens, mittags und abends am Timpenkotten hingejoggt, um immer das Glück wieder im Kopf zu haben. Ne? Also Perle, joggen ist angesagt. Joggen. Ne? Und jetzt weiterhin. Viel Spaß. Ach, Frau Schochz und Herr Trost. Guten Abend. Guten Abend, Herr Jupp. Guten Abend. Ich hätte gern ein Glas Wasser. Und ein bisschen was zum Knabbern. Nein, geben Sie ihm nichts, Herr Trost. Hier ist doch Ihr Dinkelkeks. Aber der ist so mürbe. Der ist nicht mürbe. Mürbe ist Ihre Mutter.
Der Keks, der ist nämlich, Momentchen, ich hab's gleich, aus naturbelassenen Cerealstoffen mit doppelter Ballastauslastung. So, jetzt beißen Sie da mal rein. Und? Das schmeckt wie Beton. Kann ich nicht doch ein Glas Wasser nehmen? Was habe ich Ihnen gesagt? Ich weiß nicht, Sie haben mir in den letzten Tagen so viel gesagt. Niemals Wasser außerhalb der Wohnung trinken, was da alles an Keimen drin schwimmt. Was hat sie denn so zugrunde gerichtet? Hä? Wasser? Falsches Wasser. Also ich will mich ja jetzt nicht einmischen, aber wenn er das ohne Wasser isst, dann kriege ich da Staublunge. Herr Jupp, das mag jetzt ein bisschen streng klingen, aber ich weiß jetzt ja endlich, warum der Herr Trost so seltsam ist. Er hat eine Glutenunverträglichkeit. Eine was? Sehen Sie? Verwirrt, unkonzentriert, kaputtes Immunsystem. Das sind nur diese komischen Dickelkekse. Immer die Schuld bei anderen suchen, das ist alles Glutenunverträglichkeit. Ich habe mich da ausführlichst informiert. Ah, Fachbücher oder direkt Arzt? So ähnlich. Ich habe es beim Friseur im Goldenen Blatt gelesen. Das ist interessant. Also ich hatte vor ein paar Jahren auch mal das Gefühl, dass ich glutenunverträglich bin. Hm? Ja, ja. Weil ich immer diese Erstickungsanfälle bekommen habe. Ja, ja. Und da bin ich dann von Pontius zu Pilates gerannt. Ja. Nicht? Und? Ja, und dann bin ich an einen sehr guten Heilpraktiker geraten. Ja, ja, der hat das dann homöopathisch gelöst. Nicht? Ja, ganz ohne Medikamente. Nicht? Seitdem mache ich jetzt immer den obersten Hemdknopf auf. So. Das ist bestimmt angenehmer als diese Kekse. Herr Trost, haben Sie etwa auch Atemnot? Neulich, ein bisschen, als Sie mich so gewürgt haben. Ich habe Sie nicht gewürgt, ich habe mich mit Ihnen über Ihre Mutter unterhalten. Und ja, vielleicht bin ich da ein bisschen emotional geworden. Vielleicht ist Herr Trost auch nur allergisch gegen dich. Nein. Nein, das wird er sich ja niemals trauen. Oder, Herr Trost? Müsste ich dann auch diese komischen Kekse essen? Wenn Sie diese komischen Kekse essen würden, dann würde vielleicht irgendwann noch ein richtiger Mann aus Ihnen werden. So stark und gesund wie der Herr Borowiek. Ja, fühlen Sie mal, Herr Trost. Diese Muskeln. Also ich weiß nicht. Ja, Unentschlossenheit, das ist auch Glutenunverträglichkeit. Ja, aber solche Muskeln, Herr Trost, mit solchen Muskeln, da kennt man keine Angst. Ach, die Frau Schagalla. Verzeihung, das war nur eine kleine Muskelschwäche. Verstehe. Wahrscheinlich Laktoseintoleranz. Was? Ja, das macht verklemmt. Nicht wahr, Herr Trost? Was? Laktoseintolerant ist er auch noch? Ja, aber seitdem wir zu Hause nur noch laktosefreies Mineralwasser trinken, hat er es gut im Griff. Mineralwasser, ist das nicht immer laktosefrei? Nein, sonst würde es ja draufstehen. Wir haben jetzt ja zu Hause immer das Fachinger minus L. Das ist außerdem auch noch fettreduziert. Kostet wahrscheinlich 12,50 Euro die Pulle, ne? Ach, wo denken Sie hin? So billig kriegt man das nicht. Ah. Sag mal, diese ganze Geschäftemacherei mit diesen Unverträglichkeiten. Der Heini Schwalzig hat mich mal was ganz Vernünftiges gesagt, als dem seine Perle wieder mal nach Hause kam und sagte, Heini, ich glaube, ich bin jetzt laktoseintolerant. Da guckt der Heini die nur an und meint, hör mal, Perle, sei doch einfach nur intolerant wie sonst auch immer. Das kommt uns deutlich billiger, ne? Und wenn sie dich aufregen willst, dann tu es über Sachen, wo es sich auch lohnt. Über das meiste kannst du doch eigentlich wirklich nur noch lachen. Ne? Glaubst du nicht? Dann warte mal auf meinen nächsten Gast. Der hat einen Alltag, hör mal, den möchten andere nicht geschenkt haben. Aber er nimmt es mit Humor und schon geht es. Hier ist Thorsten Sträter. Lass stecken. Guten Abend. Mal was Trauriges hier, Freunde.
Ja, wie, oh, wir sind nicht beim Kochduell. Hm, lecker. So, was Trauriges. Ich habe viel von meinem Opa gelernt. Er war zum Beispiel der Ansicht, dass es rechnerisch sinnlos ist, in der Straßenbahn eine Fahrkarte zu lösen. Das geht nicht auf, sagte er immer. Fahrkarte kostet 4 €, so Pi mal Daumen. Beim Schwarzfahren erwischt zu werden, kostet 40. Also ab der 11. Fahrt machen wir Plus. Da hatte er absolut recht. Das waren bessere Chancen als beim Roulette. Wir wurden trotzdem jedes Mal gepackt. Bald wendet sich das Blatt, sagte Opa dann immer. Der Kontrolleur erwiderte meist, das ist eine ernstzunehmende Straftat. Opa dann, du bist auch so eine Straftat. Das war seine Methode, wie auch immer geartete Äußerungen zu erwidern. Egal was es war, zum Beispiel Opa, der Tischgrill ist kaputt. Du bist auch so ein Tischgrill. Inhaltlich im Reich des totalen Humbugs angesiedelt, brachten seine Erwiderungen immer den gewünschten Effekt. Das Gespräch kam vollständig zum Erliegen. Jedenfalls, zusammen mit den Geldbußen kam da ganz schön was zusammen. In der Linie 38 macht uns das zu Legenden. Wer gab schon sehenden Auges knapp 12.000 € im Jahr für die Straßenbahn und anhängige Geldstrafen aus? Opa, sagte ich eines Tages, das wird langsam dämlich. Die stecken uns über kurz oder lang in den Kahn. Für das ganze Geld hätten wir mit dem Hubschrauber fliegen können. Du bist auch so ein Hubschrauber, sagte mein Opa. Ja, dann ist ja alles gesagt, sagte ich. Opa nickte. Alles klar. Thema durch, dachte ich. Denn als wie prophetisch sich das Thema im tragischen Sinn erweisen würde, konnte niemand ahnen. Oft gingen wir nach unseren S-Bahn raus, schmissen noch ein bisschen in den Park. Eines Tages sagte Opa, komm mal mit, du lernst jetzt was fürs Leben. Na, das war mal ganz was Neues, dachte ich. Ich folgte ihm widerwillig auf ein riesiges Rasenstück. Er sah mich ernst an. Was du übers Leben lernen musst, setzte er an. Dann stockte er. Er schwankte. Opa, sagte ich. Er hob den Arm, als wolle er sich wegen irgendetwas freiwillig melden. Dann griff er sich an die Brust. Speichel rann sein Kinn herab. Dann fiel er einfach nach hinten. Kurz war ich wie gelähmt. Dann zog ich mein Handy hervor und wählte die Notruftaste. Opa atmete nur noch sehr, sehr oberflächlich. 4 Minuten später hörte ich Sirenen. Die Krankenwagen stoppten in einigen 100 Meter Entfernung. Ich hatte inzwischen begonnen, ebenso panisch wie dilettantisch Opas Herz zu massieren. Männer neben mir. Fremde Hände rissen Opas Hemd auf und einen Moment stutzten die Rettungskräfte, als sie dessen Tätowierung sahen. Da war ein Herz. Aber im Stile einer Brezel, die ein Bäckerlehrling, der eigentlich Baggerfahrer werden wollte, am ersten Tag der Ausbildung hinbiegt. Darüber Uschi. Durchgestrichen. Daneben Gisela. Durchgestrichen. Daneben ein Sternchen, von dem ich wusste, dass es auf eine Fußnote hinwies, die auf seinen Hintern tätowiert war und schilderte, was für verlotterte Weibsbilder das gewesen waren. Komplizierter Kram. Ein Ruf von hinten. Wir kommen nicht mit dem Krankenwagen durch. Dann ruft Christoph 1. Wir halten den Kreislauf hoch. Opa bekam mehrere Injektionen. Eine davon direkt in die Brust. Wenig später landete laubaufwirbelnd ein Helikopter in der Nähe. Sie verluden Opa. Ich hockte mich neben ihnen. Dann hoben wir ab. Unter uns verschwand der Park. Das konnte er nicht schaffen, dachte ich. Nicht mit über 70. Ironie des Schicksals. Ich dachte daran, dass er sicher lieber gerne in der Straßenbahn gestorben wäre, wo ihn jeder kannte. Ja, wo er als Koryphäe galt. Das hier hatte er nicht verdient. Ich ergriff Opas Hand und flüsterte unter Tränen. Neulich noch von Hubschraubern geredet, Opa. Und jetzt hocken wir in einem. Opa schlug die Augen auf. Du bist auch so ein Hocker, sagte er. Ich erhob mich ruckartig. Sagen Sie, wandte ich mich an einen Sanitäter, was kostet so ein Transport hier? Um die 12.000 €, rief er durch den Rotorenlärm. Ich beugte mich noch mal kurz über Opa. Sag mal, hast du es vernommen, Opa? Ja, sicher, alles geplant. Wenn im Park umkippst, kommt kein Auto durch, die schicken dann immer einen Schrauber. Hör mal, Opa, wenn die rausfinden, dass dir nichts fehlt, dann haben wir richtig Stress am Arsch. Was du übers Leben lernen musst,
sagte Opa, ist Folgendes. 12.000 Euro wollen die hierfür, das kann kein Mensch bezahlen. Aber das Beste, Junge, ein Flug hiermit und wir können rechnerisch umsonst das ganze Jahr Straßenbahn fahren. Wie gesagt, ich habe viel von meinem Opa gelernt. Und nichts davon kann man gebrauchen. Dankeschön. Ja, danke, Thorsten Sträter. Danke, Jupp. Thorsten, trinkst du wieder ein Bierchen mit mir? Eine rhetorische Frage. Dankeschön. Immer, Thorsten, ich freue mich ja richtig, dass du so viel Erfolg hast jetzt. Ich habe ja eben gesagt, so viele Preise ein. Du warst auch kürzlich bei mir im Theater am Kennedyplatz. Ja. Soll auch toll gewesen sein, ne? Ja, das Publikum ist knorke. Man möchte eigentlich mit allen sofort in die Kiste. Und es ist das... Ja. Einige gehören auch in die Kiste. Und es ist ein... Ich mein's... Nein, so, Mann! Das Eisbrechen ist ganz wichtig im Gespräch. Es ist ein großartiges Publikum. Das ist, man hat das Gefühl, ganz Essen ist da. Aber du meintest eben auch, das wäre so ein tolles Theater, ne? Ich muss sagen, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass das liegt am Kennedyplatz. Ich weiß nicht, ob das bereits mal... Hoffentlich kennen das alle. Das ist richtig ein Theater. Also ich spiele da 100 Mal im Jahr, ne? Ja, und das meistens nur in einer Woche. Das ist unfassbar. Ja. Ich weiß nicht, wie du das gepackt hast. Nee, Hammer, aber ich... Ich wollte ja jetzt hier keine Werbung für unser Theater machen, aber es ist ein tolles Theater. Thorsten, schön, dass du da bist. Wir sehen dich gleich nochmal. Freuen wir uns alle schon drauf. Und ich freue mich auf euch. Tschüssi. Sträter! Hallo! Na, Jupp, machst du mir bitte mal einen Wein? Wolltest du den Wein im Glas haben oder soll ich den direkt in den Tropf schütten? Das hier, nee, das ist doch kein Tropf. Das ist bloß ein Ständer für eine Blumenmantel. Ja. Den hat mir die Frau Schagalla geschenkt. Der ist von ihrer Bettnachbarin. Und was hat die dazu gesagt? Ja, nicht mehr viel, so ohne Tropf. Ah, ich bin aber sehr anständig, dass du die Frau Schagalla besucht hast. Ja, was heißt hier besucht? Ich hab halt mal vorbeigeschaut. Vorbeigeschaut, verstehe. Zum Löwen geht man ja auch nicht ins Gehege, nicht? Aber ich habe gar nicht gewusst, dass die Schagalla im Krankenhaus so beliebt ist. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja doch, die hat dann ein Dreiberzimmer. Und wenn die anderen Patienten nicht brav sind, dann müssen sie zur Strafe zu ihr aufs Zimmer. Seitdem herrschte eine Ruhe und eine Disziplin. Hör mal, was ist denn eigentlich mit der Operation? Hat sie die gut überstanden? Ja. Die hat sogar eine Urkunde bekommen. Die war der erste Patient, den sie in einer Zwangsjacke operiert haben. Ja, und hat sie sonst noch was gesagt? Irgendeine Botschaft für uns? Nee, die hat eigentlich nur eine Sorge. Nämlich, dass hier irgendeiner ihren Platz einnehmen könnte, während sie nicht da ist. Ist das da etwa ihr Stuhl? Nicht direkt, nein. Was hat sie denn gesagt, was sie mit jemandem machen würde, der auf ihrem Stuhl sitzt? Kann ich nicht verraten. Auch kein kleiner Tipp? Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja, schon irgendwie. Dann wird's gar nicht so schlimm. Nabend, Jupp. So. Das Herrchen möchte ein Weinchen. Und hopp. Das Herrchen möchte ein Weinchen. Ja, fein. Hat du gut kapiert. Fein. Ja. Und Weinchen. So wie Herrchen spricht, hatte er schon genug Weinchen. Watti. Du kannst mich doch hier nicht so bloßstellen. Der akzeptiert mich doch dann nicht mehr als Rudelführer. Sag dem Herrn Rudelführer mal, wenn er jetzt nicht bald normal wird, kann er seinen Rudel draußen im Regen führen. Guti, ist der Egon brav? Ist der Egon brav? Pass mal auf, du. Ich hab seit gestern eine Hundeschule, gell? Oh, Hundeschule. Das ist aber eine feine Sache. Ja, hat er fein gemacht. Feini. Hör mal, Egon, Hundeschule finde ich ja wirklich gut. Du sag mal, nur so rein Interesse halber. Frag mir ruhig, ich geb gern Auskunft. Um was geht's denn? Hundeschule, was kostet denn so ein kleines Latinum für einen Dobermann? Naja, also ich mache mehr so die Basics. Also quasi sitzen, liegen, apportieren.
Oh, da kommst du aber heute nicht mehr weit mit, du. Unsere Nachbarn, die haben zum Beispiel einen Hund, der war immer so aggressiv, weißt du? Und der ist hochbegabt. Hochbegabte Hunde? Jo. Der war aggressiv, der war richtig aggressiv. Und da sind die mit denen zum Psychologen und der hat gesagt, hör mal, klarer Fall. Der Hund ist mit Gassi gehen und Stöckchen holen, ist er intellektuell total unterfordert. Ne? Der ist hochbegabt, darum ist er so gereizt. Ne? Jetzt ist der Köter jeden Nachmittag unterwegs, weißt du? Fremdsprachen, Ballett, Cello. Hör mal, das ist ein ganz lieber geworden. Ne? Herr Trost, vielleicht ist das Ihr Problem. Vielleicht haben Sie gar keine Glutenunverträglichkeit, vielleicht sind Sie hochbegabt. Müsste ich dann auch diese schrecklichen Kekse essen? Nein. Dann bin ich hochbegabt. Wie viel ist denn 7 mal 2? Ja, pass mal auf. Ja, du musst schon die Frage richtig stellen, ja? Sind denn 7 mal 2 14? Ja. Bestimmt. Und schon ist der Kerl hochbegabt. Hey, also, zu Hochbegabung, da gehört schon ein bisschen mehr Talent. Mein nächsten Gast, der ist hochbegabt. Also jetzt nicht für Mathematik, mehr für Quatsch. Hier ist aus Köln Johannes Pflück. Dankeschön und vielen Dank für die Einladung. Ich muss Ihnen direkt auch sagen, das trifft sich gerade sehr gut bei mir, weil ich weiß nicht, ob Sie mir das ansehen. Ich bin im Moment unheimlich gut drauf. Ja, wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe einen Lauf. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Ist auch schon ein bisschen länger, weil ich habe mir Anfang des Jahres angewöhnt, die Welt jetzt mit anderen Augen zu sehen. Und das klappt bei mir gerade sehr gut, dank nachlassender Sehstärke. Und ich merke das, ich wurde 46 vor 3 Wochen und man merkt so langsam, es verändern sich einige Dinge. Das ist jetzt nichts Schlimmes, aber ich merke das bei mir gerade so, mein Kopf macht mir mittlerweile Vorschläge, die kann mein Körper nicht mehr erfüllen. Und ich nenne bewusst keine Beispiele, Sie können sich irgendwas ausdenken, stimmt. Das Gute ist, das ist nicht nur bei mir so, sondern bei uns allen. Ich habe das gerade gemerkt. Ein Kumpel von mir rief mich vor kurzem an, der sagt so, Johannes, meine Frau und ich, wir machen eine kleine Party, wir würden euch gerne einladen. Da lässt er so eine kleine Pause und sagt so, ach ja, und es gibt keinen Alkohol. Habe ich gesagt, kein Problem, bringe ich was mit. Sagt er so, nee, wir können doch auch mal ohne Alkohol eine nette Party feiern. Da habe ich gesagt, können schon, aber muss das denn sein? Ich finde, dann soll er es einfach anders nennen. Dann kann er sagen, wir machen ein Treffen. Weil ich lade ja auch keinen zum Schwimmen ein, habe dann kein Wasser im Becken. Ich meine, alkoholfreies Bier auf einer Party trinken, das ist ja irgendwie auch was ganz Skurriles. Weil das Ding ist ja, der Alkoholkonsum, der Geschmack ändert sich auch im Alter nochmal. Ich habe das gerade vor kurzem gemerkt, meine Mutter wurde 75. Die hat nur mit Frauen gefeiert, mittags schon. Und ich habe die Befürchtung, bei Frauen ist es so, je älter sie werden, umso süßer wird irgendwann der Alkohol. Die haben dann nur Eierlikör getrunken. Das ist dem Teufel sein Zeug. Gut, nicht alle Frauen. 3 Frauen haben Diät gemacht, die haben Eierlikör-Schorle getrunken. Nur, fairnesshalber muss man sagen, das war eine Party. Eine Frau war um 5:30 hackdicht. Die ist ausgeflippt. Ich mache euch jetzt eine Krampfader. Krampfader, ich wusste gar nicht, dass man das trinken kann. Das ist ein Getränk, das können Sie mal ausprobieren. Dann nehmen Sie so ein Schnapsglas, füllen das mit Eierlikör, obendrauf schütten Sie vorsichtig roten Geneva. Dann ziehen sie so rote Blutäderchen durch das Getränk. Davon gehen offene Beine wieder zu. Aber ich glaube, wir Männer müssen gar nicht lachen. Bei uns Männern ist es genau umgekehrt. Je älter wir werden, umso herber wird irgendwann der Alkohol. Mein Vater trinkt seit neuestem Underberg. Das ist ein Getränk für Untote. Deswegen fängt das mit Un an. Ich habe ihn auch gefragt, warum trinkst du Underberg? Da sagte er, ist total lecker. Der spricht dann eine halbe Stunde so. Ist total lecker, Johannes, das macht mir Angst. Das musst du trinken nach dem Essen. Mmh, ist gut für die Verdauung. Hab ich gesagt, was hast du denn vorher gegessen? Gammelfleisch.
Underberg. Ich denke mal, die meisten von Ihnen kennen noch den Original-Fernsehwerbespot von Underberg aus den 90ern. Da kamen doch immer so fröhliche Frauen und Männer hinter so einem Berg hervor. Keiner weiß, wo die herkamen. Die kamen immer hinter diesem Berg hervor und haben dann so... Und wir dachten bis heute, die würden pfeifen. Nein, das waren Verdauungsgeräusche. Da kam dieser Slogan auf, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wunderbar. Was ich auch unterscheide, das mir jetzt wieder vor kurzem klar geworden ist, wir unterscheiden uns, Männer und Frauen unterscheiden sich, wie wir nach Hause kommen, wenn wir einen Sitzen haben. Evolutionär. Ich sage mal kurz eins vorweg, wenn ich betrunken nach Hause komme, meine Freundin schläft schon, dann versuche ich, leise zu sein. Ich versuche es. Jetzt, sie war vor kurzem weg mit ihren Freundinnen, bis nachts um 1:30. Dann kommt die nach Hause, ich war schon am Schlafen, dann schlägt die wirklich die Wohnungstür zu, schießt ihre Stiefel durch die Gegend. Ich meine, die ist ein Jahr jünger als ich, da singt die nachts um 1:30 Lady Gaga, da weißt du Bescheid. Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Schlaf. Das ist jetzt kein Witz, die kommt ins Schlafzimmer, macht die Tür auf, macht Licht an, guckt mich an, sagt so, kannst du auch nicht schlafen? Und dann musst du noch freundlich bleiben. Habe ich gesagt, oh, hat's einen schönen Abend? Ach, es war toll. Dann spricht die auf einmal wie so eine Operettensängerin. Johannes, ich hatte so einen Spaß. Ich hatte Sex on the Beach. Wenn du das als Frau sagst, ist das ein Cocktail. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut essen. Ich habe gestern in Bottrop gespielt, da haben sie nicht verstanden. Da muss ich es erklären. Nee, und da muss ich ja wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich finde, da sind Frauen objektiv gesehen im Nachteil. Bei meiner Freundin ist es so, ich erkläre Ihnen das kurz. Wenn die mit ihren Freundinnen weggeht, dann zieht die sich immer schick an und schminkt sich. Also wirklich, ich finde, die sieht fantastisch aus. Nur wenn die dann betrunken zurückkommt. Und es hat geregnet. Ich habe letztens gesagt, die kommt von der Rocky Horror Picture Show. Und da aber Respekt vor ihr, wie sie das koordinativ noch hinbekommt, sich nachts betrunken abzuschminken. Das dauert eine halbe Stunde. Ne? Ich darf dann auch nicht ins Bad. Ich höre dann immer nur so Geräusche aus dem Bad. Letztens alle 5 Minuten so, Scheiße. Ich habe irgendwann gerufen, sag mal, kann ich dir helfen? Die so, ich krieg meine Kontaktlinsen nicht raus. Da habe ich gesagt, du hast auch keine. Prost. Dankeschön. Ja, danke, Johannes Flöck. Hör mal, trinkst du ein Pilzchen mit mir, Johannes? Sehr gerne, wenn das nicht alkoholfrei ist. Nein, das ist natürlich sehr gut. Richtiges. Dankeschön. Bist du denn schon mal in Essen aufgetreten überhaupt? In Essen bin ich aufgetreten, leider nur in dieser Location Zesche Karl. Ah, ja. Das ist sehr schön, aber ich habe gehört, hast Doch, du nicht ein Theater auch? Hör mal, ich habe ein Wunder. Also nicht, dass ich ja jetzt mit kotzen will, aber ich habe ein wunderschönes Theater in Essen am Kennedyplatz. Ich hoffe, du kommst mal zu uns. Freue mich, dass du heute Abend hier gewesen bist. Prost. Sehr gerne. Wenn, komme ich mit Thorsten. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, danke, Johannes Flöck. Hallo, Herr Barowiek. Schönen Gruß von Frau Schagalla. Ich habe ihr das Foto geschickt. Oh, ist sie sehr sauer? Sagen wir mal so, sie hat mir was aufgetragen. Schließen Sie die Augen. Puh, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich an meiner eigenen Ermeuchelung aktiv mitarbeite. Es ist ja nur zu Ihrem Besten. Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen möchten? Ein letzter Gruß an die Liebsten? Eine wichtige Botschaft? Also schön, wenn ich schon von dieser Welt gehen muss, dann möchte ich eine Sache noch klarstellen. Sagen Sie meiner Frau, ich habe nachgedacht. Meiner Ex-Frau natürlich. Ich habe nachgedacht, sehr viel nachgedacht. Mein Gott, Herr Borowiek, Sie haben ja auf einmal richtig Gefühl. Ja, ich habe sehr lange nachgedacht über das, was sie mir zum Abschied gesagt hat. Und ich bleibe dabei. Gardinen mit Goldkante sehen scheiße aus. So, und jetzt bin ich bereit zu gehen. Gottes Willen! Was war das denn? Das war der Gruß von Frau Schagalla. Sie lässt Ihnen ausrichten, Sie sollten doch warten, bis sie wieder da ist, bevor Sie sich auf Ihren Schoß setzen. Ich sitze doch gar nicht auf Ihrem Schoß. Also,
Hat sie das etwa als Anmache aufgefasst? Ja, aber natürlich. In den Augen von Frau Schakala sind Sie beide so gut wie verheiratet. Ich muss jetzt gehen. Kann ich bitte zahlen? Ich bitte Sie, das geht doch auf den Deckel von Frau Schakala. Bleibt doch ab jetzt in der Familie, ne? Ja. Noch eine Frage. Welche Länder liefern nicht aus? Das ist die falsche Frage. Sie brauchen ein Land, das Frau Schakala nicht reinlässt. Sagen Sie ihr, sie kann überall suchen, nur nicht in Honduras. Endlich ist er weg. So, das wollte ich immer schon mal versuchen. Jupp, ein Pilz und ein Kurzen. Ach Mann, Andreas, da wollte ich doch sitzen. Halt auf mit dem Gepatsche, jetzt sitz ich da. Ich will auch mal die Schakala sein. Pilz und Kurzen. Der Nächste, der hier Frau Schakala sein will, zahlt auch ihren Deckel. Ne? Und bis ihr euch geeinigt habt, wer das sein wird, gibt's hier noch mal Kabarett vom Allerfeinsten. Hier ist noch mal Thorsten Sträter. Dankeschön. Ich brauche einen neuen Namen für Auftritte. Sträter klingt nämlich nach Filtertütenfabrikant, finde ich. Ich kann mich nur kaum damit befassen. Mein Sohn hat nämlich ADS, glaube ich. Allgemeines Hektik-Dings. Syndromgedöns. Deswegen kommt noch keine übertriebene Technik ins Haus. Das macht das Kind nur unruhig. Ich selbst halte mich auch dran. Beispiel digitales Blutdruckmessgerät. Brauche ich nicht. Ich habe mir zu Hause einen Zollstock an die Wand genagelt. Und wenn ich wissen will, wie hoch mein Blutdruck ist, kloppe ich mir eine Sicherheitsnadel in den Arm. Bitte. Und wenn die Suppe dann auf über 1,80 hochspritzt, weiß ich, besser mal 2 Tage kein fettes Fleisch. Ich bin dafür aber auch keiner, der pädagogisch korrektes Spielzeug kauft. Einfach, weil ich das noch aus meiner Kindheit kenne. Du wünschst dir eine Actionfigur. Präzise den Ninja Psycho Big Jim mit 92 Gelenken, beweglichen Augen und Ausbeinmesser und bekommst eine Holzlock. Da hieß es dann stets, na bemühe mal deine Fantasie. Ja sicher, habe ich immer probiert. Timo von nebenan hat in den waffenstarrenden Tiefsee Kalaschnikow Big Jim, Udo den Bluttrinker Rastafari Big Jim mit Stahlgebiss, sogar Lothar führte das Kommando über einen Assassinenschaftstiefel-Rasierklingen-Esser Big Jim. Und ich hockte mittendrin und schwenkte wie ein Geistesgestörter meine scheiß Holzlock. Lothar brüllte irgendwann, ich fress deine Eingeweide, Psycho Jim, du erlebst den Morgen nicht. Und Udo schrie, ich reiß dir den Kopf ab und pinkel in die Augenhöhlen. Im Sandkasten war richtig Randale seinerzeit. Und Timo, der lange Zeit nicht richtig sprechen konnte, so bis er 22 war, der ist dann direkt zum Bund. Timo jedenfalls konterte bellend mit, ich mach dich Friedhof, du Pups. Und dann schwenkten alle Blicke zu mir. Und Stille trat ein. Und ich hob die Lok und sagte, tuff, tuff. Mein Sohn soll's besser haben. Aber erstmal geht's früh ins Bett, da achte ich drauf. Da steht auch immerhin ein CD-Spieler, damit er noch Hörspiele hören kann, bis er eingeschlafen ist. Während er also unter die Decke kroch, wie er das so macht, ließ ich gelangweilt das CD-Fach seines Hörspielplayers aufgleiten, spähte hinein und dachte, oha, mein Sohn, wurde mir schlagartig klar, hatte gar kein ADS. Ich hatte ihm das Ding hingestellt, ohne mir das vernünftig anzugucken. Und deswegen hörte mein Sohn seit nunmehr 3 Jahren stets eine meiner CDs zum Einschlafen, präzise gesagt, eine von Scooter. Zu meiner Entlastung muss ich sagen, dass ich Scooter-CDs ja nur wegen der Texte kaufe. Bitte, ein Auszug. I want you back, so clean up the dish. By the way, how much is the fish? Here we go, here we go. Here we go again. Yeah, sunshine in the air. Aber besser macht es das auch nicht. Ich drehte den Lautstärkepegel von 12 auf 2, ging ins Wohnzimmer und genoss die Stille. 4-mal schon hatte ich meinen Nachbarn wegen des Radaus beim Mieterschutzbund angeschissen, ohne zu merken, dass der Lärm aus dem Kinderzimmer kam.
Endlich konnte ich mal in Ruhe denken. Ich setzte mich an den Rechner, öffnete das Internet und las 100 Wasserausstellungen in Dresden. Es machte Klick. Mein neuer cooler Bühnenname. Ich mach's genauso wie Friedensreich Hundertwasser. Der hieß ja auch nicht wirklich so. Friedensreich Hundertwasser. Geiles Konzept. So, als Namenskonzept Wunsch als Vorname und Flüssigkeit hinten. Ich werde mich Bumsgut Krombacher nennen. Und wenn Sie jetzt tatsächlich überlegen müssen, was das jetzt gerade für ein unfassbarer Schwachsinn war, kann ich nur sagen, bemüht mal eure Fantasie. Doof, doof. Ja, danke, Bumsgut Krombacher. Jupp, hast du mir mal ein Pflaster? Ja, sicher, wie groß denn? Ach du liebe Güte, das ist ja furchtbar. So mitfühlend kenne ich dich gar nicht. Hör mal, wenn du sowieso blutest, hättest du statt der guten Serviette auch einen ollen Putzlappen nehmen können. Weil es passiert, Egon. Ich war hinten im Saal und habe ein bisschen Werbung für meine Hundeschule gemacht. Gell? Und dann habe ich gesagt, ihr könnt alle eure Hunde auf mich hetzen. Meine Worte werden sie zu Boden ringen. Autsch! Hör mal, das war aber mutig, du. War der Brennecke mit seinem Pitbull auch da? Ja, ja, genau der, der rennt auf mich zu, ja. Und da sage ich, Platz, du Elender. Ich habe das gefragt, weil der Pitbull ist nämlich taubstumm, ne? Vielleicht war der Pitbull aber gar nicht aggressiv. Vielleicht hatte er eine Glutenunverträglichkeit. Hier, geben Sie noch mal eine von denen hier. Ach gut, ja, die kenne ich. Die gebe ich meine Hunde auch immer. Ja, aber die kriegen so einen furchtbaren Husten davon. Frau Schocht, Sie haben mir Hundekekse gegeben. Auf der Packung steht für meinen Liebling. Liebling ist Liebling und gesund ist gesund. Und wenn ich daran ersticke? Dann ersticken Sie wenigstens total gesund. Ich meine, Sie saßen doch früher auch schon hier und da hat hier noch jeder ringsrum geraucht und da sind Sie auch nicht tot vom Hocker gefallen. Woher wollen Sie das wissen? Ja, aber da hat er auch recht, diese blöde Raucherei. Also ich bin ja froh, dass hier in der Kneipe nicht mehr geraucht werden darf. Ne? Früher. Hör mal, früher, ich wusste doch gar nicht, wer da alle bei mir in der Kneipe ist. Hier hingen die Schwaden doch in der Luft. Du, habe ich einen auf der Straße getroffen, der sagt, Jupp, ich war doch das letzte halbe Jahr jeden Tag bei dich in der Kneipe. Kennst du mich nicht? Ich sag mal, da bist du immer nach der Tagesschau gekommen. Ne? Da siehst du hier keinen mehr. Ne? Aber ich sag, ganz nett, habe ich zu ihm gesagt, hör mal, schön, dich kennengelernt zu haben, pass auf die Leber auf. Ne? Leute, aufhören ist angesagt und ist gar nicht so schwer. Guck mal, Norbert, mein Nachbar zum Beispiel. Der kommt vor 6 Monaten und sagt, Josef, wenn der schon Josef sagt, weißt du, Josef, ich bin da rauchen so wat von leid. Der raucht 10 Zigaretten am Tag. Ne? Josef, ich kann dieses innere Abhängigkeitspotenzial in mich nicht mehr ertragen. Ich sag, Norbert, wie sprichst du denn eigentlich mit mir? So hat in Bottrop noch nie einer mit mir gesprochen, ne? Entweder du warst auf der Volkshochschule oder du bist in eine tiefe Depression. Geh mal nach Apotheke, die haben da extra so Raucherpflaster. Ne? Hat er auch gemacht. Ne? Ist an der Apotheke, hat sich da so Raucherpflaster geholt. Gut, da steht jetzt drauf, du musst 30 Stück am Tag rauchen. Ne? Also, ich meine, das ist ihm natürlich schwer gefallen. Der war ja nur 10 gewöhnt. Ne? Boah, sagt der Jupp, ist das eine harte Kur. Ne? Ich sag, Norbert, halt durch. Wenn du von so einer Sucht abkommen willst, halt durch. Da musst du auch allgemein Befinden opfern. Hör mal, der sah aber ganz fahl aus. Ne? Aber er hat durchgehalten. Ne? Gut, die hatten sich allerdings auch vertan. Die Christel, seine Frau, die hat auch so Pflaster. Genau, die sind gar nicht für Rauchen, die sind für Schwitzen. Ne? Also für Schwitzen und noch für Knochenschwund. Ne? Und noch für Nerven, also Dreifach-Hormon-Bomben-Kombinationspflaster. Ne? Und die hatten die Schwitzepflaster und die Raucherpflaster im Badezimmer direkt nebeneinander. Ne? Ja, kannst dich schon denken, was da passiert ist. Hör mal, die Christel fing plötzlich an zu rauchen wie verrückt. Ne? Und
Und der Norbert sah auch irgendwie anders aus, fand ich, ne? Hör mal, der kriegte plötzlich wieder Haare auf dem Kopf, ne? Ja, wäre für dich vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber der war auch obenrum sehr viel üppiger geworden, ne? Ich sag, Norbert, wie fühlst du dich? Ja, er fühlte sich wie so ein, sagen wir mal, nicht schwitzendes, vollbusiges, aber immerhin kettenrauchendes Nilpferd, ne? Ja, ich sag, hör mal, du bist ein hormoneller Notfall. Du musst in eine Knappschaft. Ich hab den selbst nachher Knappschaft, ne? Und die haben alle Pflaster bei denen abgesetzt. Weil die Christel auch, die schwitzt jetzt wieder, ne? Und dreht dauernd am Rad, aber den Norbert, den geht jetzt wieder gut, ne? Gut, der raucht jetzt 60 Stück am Tag, aber den geht wieder gut, ne? Ja. Deshalb sage ich immer, nix ohne Arzt und Apotheker. Und vor allen Dingen nix ohne Richard Rogler. Ja. Hör mal, Richard. Ja, hör mal, jo, wie geht's? Ne? Hör mal, schön, dass du kommst, Richard. Ja. Ich habe hier noch, tut mir sehr leid, aber hier ist noch ein Deckel von Deckel? Der, ja. Ist kein Problem, den zahle ich. Aber nicht mit Geld, sondern mit einem Satz. Pass auf, alles Seiende hat sein Sein am Nichtsein seines Gegensatzes. Der Satz ist von Hegel, falls du das was sagt. Hegel. Steinhegel kenne ich, das ist ein ostwestfälischer Korn. Quatsch. Das ist ein Philosoph und ich handle jetzt mit großen Sätzen von Philosophen. Sokrates, Hegel, Kant. Ah, da kann ich auch einen Satz, Richard, der heißt, die Breite in der Spitze ist in der Länge dichter geworden. Von wem ist der? Bertie Vogts. Aber, ganz großer Mann, ganz großer Mann. Jetzt sag mal, was soll er denn hier mit den ganzen Sätzen? Das ist meine neue Geschäftsidee. Ich habe eine Firma gegründet. Richards Bildungsflitzer 3000. Bei mir kann man schlaue Sätze bestellen und ich bringe Ihnen die dann vorbei. Ja, wenn Sie mal in Gesellschaft sind und brauchen einen ordentlichen Satz, wenden Sie sich an mich. Ne? Das ist meine Reaktion auf die Bildungskrise. Denn das Bildungssystem in Deutschland wird ja immer maroder. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, aber die Ausgaben für Bildung sind rückläufig. Die Schulen sind kaputt, es fehlen Lehrer. Gut, es soll jetzt 1 Milliarde eingesetzt werden, damit Jugendliche nach der Schule nicht auf die schiefe Bahn geraten. Aber das reicht nicht. Trotzdem machen immer noch welche eine Banklehre. Und die Ergebnisse in den Bildungsstudien werden nicht viel besser. Zum Beispiel kam bei der letzten Bildungsstudie heraus, dass in den SPD-Ländern Hamburg, Berlin und Bremen 27% der Grundschüler schon schwere Defizite in Mathe haben. 27%. Gut, die haben dann schon reagiert, die Politiker. Berlin sagt, könnte schlimmer sein. Hamburg sagt, selber schuld. Und Bremen sucht in der ganzen Stadt noch einen, der in der Lage ist, auszurechnen, wie viel 27% sind. In Bremen gibt es Schulabgänger, die können zum Teil nicht bis 3 zählen. Müssen Sie mal darauf achten, wenn Sie mal in der Stadt sind. Wenn ein Bremer beim Bäcker 3 Brötchen bestellt, dann sagt er, geben Sie mir 2 Brötchen und legen Sie noch 1 dazu. Meine Güte, das ist SPD-Bildungspolitik, die unterscheidet sich natürlich auch fundamental von der in den CDU-CSU-Ländern. Das sieht man schon in den Schulbüchern. Schauen Sie sich nur mal eine Textaufgabe für die 10. Klasse in Nordrhein-Westfalen an. Die lautet, Mutter war auf dem Markt. Sie hat 3 Äpfel, 2 Birnen und 1 Aprikose gekauft. Schätze grob, wie viele Stücke Obst Mutter insgesamt gekauft hat. Und diskutiere das Ergebnis in Kleingruppen unter Berücksichtigung der Zuwanderungsproblematik. Nicht dagegen? Dagegen sind die Aufgaben in Bayern viel komplizierter. Die lauten zum Beispiel, auf einem Konto liegen 12,73 Millionen Euro, auf einem anderen 3,19 Millionen Euro und auf einem dritten 4,36 Millionen Euro. Wie viele Euro liegen insgesamt auf der Bank und wie kriegt man die Kohle unauffällig nach Panama? Gut.
Natürlich gibt es auch viele schlaue Schüler in Deutschland. Aber die sind total unter Stress, allein durch das G8-Abitur. Ja, das haben so Weltpolitiker wie Frau Kraft und Herr Laschet in NRW zu verantworten. Angeblich, damit die Schüler früher mit der Schule fertig sind. Aber eigentlich, um Geld für Lehrer zu sparen. Und weil die Schüler so unter Stress stehen, lernen die nur noch für die Klassenarbeiten und vergessen das Wissen gleich wieder. Und deshalb habe ich jetzt den Bildungsflitzer gegründet und helfe in Notfällen. Ne? Wenn Sie, wie gesagt, einen intelligenten Satz brauchen, also stellen Sie sich mal vor, Sie bewerben sich bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group. Sie haben die ersten Verhöre beim Einstellungsgespräch gut überstanden. Aber plötzlich wollen die Geschäftsführer testen, ob Sie auch kulturell was auf dem Kasten haben und laden Sie in die Zauberflöte ein. Sie denken wie 70% aller Deutschen Zauberflöte, was soll das sein? Wahrscheinlich ist das eine asiatische Bezeichnung für die männliche Erektion. Ja? Sie denken noch, wollen die mich ins Bordell einladen, die Idioten? Aber schlau wie Sie sind, rufen Sie kurz bei mir an, bei meiner Firma, und kaufen sich, sagen wir mal, für schlappe 200 Euro einen Satz, den Sie dann im Foyer der Oper ganz nebenbei so mit souveränem Understatement fallen lassen. Ja, meine Herren, ich freue mich sehr auf die heutige Opernaufführung. Bin allerdings gespannt, ob man der Inszenierung den Konflikt zwischen Mozart und Salieri anmerkt, was seinerzeit nur der Dirigent Hanon Kur 1982 beim Opernfestival in Edinburgh geschafft hat. Zack! Ja. Sie sagen den Satz, die sind fertig und Sie haben den Job. Sie haben 200 Euro eingesetzt und jetzt haben Sie 30.000 im Monat. Und hör mal, Job, jetzt mit dem Deckel, jetzt pass mal gut auf. Ne? Ja, ja. Den zahle ich jetzt mit dem Satz deines Lieblingsphilosophen Berti Vogts. Ja, da habe ich auch einen. Ja, Berti hat mal gesagt, jede Flanke ist ein verhinderter Torschuss. So, das muss reichen für den Deckel. Freundschaft. Ne? Ja, danke, Richard Rogler. Ja, liebe Freunde, das war's auch schon wieder aus unser kleines Kneipentheater im Pott mit so wunderbaren Gästen wie Richard Rogler, Thorsten Sträter, Johannes Glück und außerdem dabei Egon Häberle, Tamara Schmitz und unseren lieben Gast Herrn Borowiek, Herr Trost, Frau Schocht und mein Kellner Andreas Etienne. Und wenn Sie jetzt denken, ich möchte heute Nacht noch mal was erleben, ich traue mich aber nicht raus in die Nacht, ne, seien Sie beruhigt. Es gibt nichts Gefährlicheres als Mutter Chagallas Hocker. Und der läuft draußen nie rum. In diesem Gute Nacht, macht euch einen.